Hallo, liebe Fische. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns heute gemeinsam vom 1. bis zum 15. Februar anschauen in Sache Liebe. Aber du weißt ganz genau, liebe Fische, wenn du mir folgst, na, das ist nicht nur die Liebe zu dem Partner, weil du kannst ja auch Single sein. Das spielt gar keine Rolle, ne? Das ist klar. Es gibt hier keine Einschränkungen, sondern du setzt das einfach um, ne, auf deine eigene Situation, wie du das für dich brauchst, liebe Fischelein. Was mir auch wichtig ist, liebe Fischelein, das sage ich so oft, ich das kann nicht alles, kann jedes Mal mit dir in Resonanz gehen. Das kann gut sein, dass heute vielleicht etwas für dich dabei ist, aber morgen nicht oder gerade andersrum, ne? Du hast einen Aszendent, du hast einen Mond und einen Venus-Sternzeichen. Bitte hör sie dir auch an, weil das ist auch wichtig, ne? Wir sind nicht nur diese Energie, quasi dieser Sonnensternzeichen, sondern wir haben auch andere Energien, die wir auch berücksichtigen sollten, ne? Okay, ich würde sagen, lass uns starten. Du bist das allerletzte Sternzeichen, liebe Fischelein, ja? Du schließt das Schönste, sage ich mal hier. So, jetzt schauen wir mal, liebe Fischelein, wie es weitergeht für dich vom 1. bis zum 15. und vor allem, welche Türen sich öffnen für dich laut diesem Neumond. Ne? Wir hatten ja Neumond in Wassermann. Das hat uns energetisch sehr viel mitgebracht an sich, energetisch. Ne? Aber wenn wir auch bereit gewesen sind, quasi, ne, die Vergangenheit zurückzulassen. Es gibt Menschen, die wirklich die Vergangenheit nicht zurücklassen können, immer noch dran hängen. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt, was bei dir sich öffnet, was auch sich bei dir schließt. Ne? Für meine liebe Fischelein da draußen. Ah, da sind ganz viele Karten. Liebe Fischelein. Also die lassen wir auf jeden Fall, weil die will sich hier zeigen. Ne? Das ist klar. Guck mal, ich nehme die erste, wo gefallen ist. Ich schaue mir auch, was drunter ist. Du hast hier einen Mann, der überlegt. Das kann hier jemand, der gegenüber von dir ist, aber das kann hier auch deine männliche Seite sein, deine aktivierte Seite. Was hast du hier? Wow! Also das ist wie wenn du dich jetzt, wie kann ich das sagen, erneuerst. Also du bist hier komplett in dir. Du hast diesen Gleichgewicht gefunden. Also das ist wirklich eine Erneuerung. Ne? Du sagst hier, okay, ich habe an mir gearbeitet. Ne? Ich tue etwas an mir. Und du könntest aber auch sagen, weißt du was, liebe Katja, ich habe wirklich nichts getan. Das ist wirklich von nichts gekommen, ne? Von meinem Unterbewusstsein. Weil das ist ja auch so, manchmal passiert das unterbewusst. Ne? Dass Dinge passieren und dass wir dann quasi uns auch irgendwie tendieren, ne, zu verändern im Positiven. Es geschieht etwas in uns, ne, ohne dass wir das absichtlich machen. Weißt du, was ich meine? Ne, du musst nicht unbedingt an dir arbeiten, liebe Fischlein, das ist ja klar. Das könnte alles auch unbewusst passieren, ne? Aber auf jeden Fall hast du hier auch eine Erneuerung. Das ist hier auch, wie wenn ich hier auch jünger wirke, jünger rauskomme, ne? Meine Energie gibt mich hier als jünger, ne? Sehr, sehr schön. Du hast hier die Eins vorne, du siehst das. Das ist, ich bin bewusst von dem, was alles um mich ist, ne? Ich habe meinem Bewusstsein erreicht. Sehr, sehr schön. Und die Neun. Ich habe hier den Abschluss bekommen. Die Neun beinhaltet alle Zahlen. Das ist wichtig, ne? Weil die Nummer 9 an sich hat eine höhere Frequenz. Und dann hast du hier eine Quersumme von 10. 10 kürzt du. Eins, Neustart, ne? Dieses Verjüngern. Etwas tun für dich selbst. Ne? Also du könntest sagen, ich bin 60, aber ich sehe aus wie 40. Ne? Jetzt ohne Witz, liebe Fischelein, auch für diejenigen, die hier älter sind, Kompliment, sehr schöne Karte. Ne? Wie gesagt, ob du das jetzt bewusst oder unbewusst gemacht hast, das weiß ich nicht. Das kann ich dir ja nicht sagen, das weißt du. Und hier öffnet sich, guck mal, wow, hier öffnet sich wie sagt man, das Tor, ne? Das Tor zu diesem Garten. Was erwartet dich da draußen? Siehst du das? Eine neue Sichtweise, ein neues Ich, ein komplettes neues Ich, neue Ideen, neue Menschen, neue Dinge. Also, liebe Fischelein, sehr, sehr schön. Schon die Eröffnung, ne? Wie gesagt, du könntest dir auch sagen, ja, das hat mit diesem Mann zu tun. Siehst du hier nochmal, die Quersumme ist 10. Das ist kein Zufall. Bitte achtet auch auf die Numerologie, weil das gibt uns ganz, ganz viel. Und die 10 ist der Neustart, ne? Hier denkt jemand quasi,
nach, etwas zu machen. Gegenüber dir auch, ne? Du könntest ja sagen, ja, das stimmt. Ich habe jemanden da draußen, der auf mich wartet, oder das ist mein Partner, meine Bekanntschaft. Das kommt immer drauf an. Der überlegt hier, ne, was er hier machen soll. Er hat hier quasi was in der Hand, ne? Das sind Kristalle, und du weißt ganz genau, ne, du kannst diese Kristalle auch mit deinen Gedanken füllen. Ne? Das heißt, du überträgst hier Informationen. Und hier geht das auch um einen Mann, der ganz viele Informationen hat oder quasi auch diese Informationen mit dir teilen möchte. Das kommt ja immer drauf an, ne? Weil du könntest hier auch sagen, das bin ich. Das ist die männliche Seite, die aktivierte Seite, die jetzt quasi reden will, ne? Kommunizieren möchte, nachdenkt, wie soll ich weitermachen, ne? In meinem Leben, und vor allem, wenn sich auch diese Türen öffnen, ne? Das ist kein Zufall, dass hier alles rauskommt, ne? Also weißt du, was ich mir hier auch vorstellen könnte, liebe Fischelein? Dass du wirklich tatsächlich so jung aussiehst, dass du auch mit jemandem zusammen sein könntest, der jünger ist vom Alter, weil du diese Ausstrahlung hast, ne? Weil du diesen Magnet hast, andere Männer anzuziehen, ne? Also, oder Frauen, das ist ja auch klar. Du setzt das bitte um. Ich rede immer in diese weibliche Form, ne? Das ist jetzt nicht hier, dass ich die Frauen besser mag oder. Nee, das ist einfach so, ne? Das ist ja klar. Okay, machen wir weiter. Mit den Tarotkarten. Jetzt habe ich die Kamera ein bisschen bewegt. Ja, das ist ziemlich eng hier, aber das nimmt auf. Das ist alles okay. Gut, jetzt werde ich mir. Liebe Fische, was ist hier los? Ich wollte gerade sagen, jetzt schaue ich mir die Situation an. Und hier haben wir schon, es geht hier um ein gebrochenes Herzen. Diese Situation geht um jemanden, der hier auch traurig ist. Das ist aber hier alles im Verstand. Hier wurde jemand enttäuscht. Hier wurde auch jemand hintergangen. Was machst du denn hier, ne? Du siehst es ja ganz genau. Oder was siehst du hier? Du siehst hier drei Schwerter in einem Herzen. Das ist wie wenn also bei uns sagt man, dir pugnalato il cuore. Du hättest nicht gedacht, dass gerade diese Person dich sozusagen, wie kann man das auf Deutsch sagen? Diese Messerstich geben kann, ne, im Herzen. Das ist alles metaphorisch gemeint, ne, liebe Fischelein, was ich dir gerade sage. Also ich vermute hier ganz stark, entweder hat man dich enttäuscht, das geht ja um diese Enttäuschung, aber du könntest hier auch sagen, ja, ich habe jemand enttäuscht, ne, in dieser ganzen Situation, weil ich gerade jetzt nur an mich denke, weil ich gerade etwas für mich tue, ne? Das bekomme ich hier auch als Message. So, jetzt machen wir weiter, weil die Karten, liebe Fischelein, hier wollen die Karten springen. Was ist hier los? Was ist hier los? Die habe ich aber noch gefangen. Manchmal schaffe ich das nicht, die Karten zu fangen. Das ist ja klar, dann wollen sie rauskommen, weil es Schicksal ist. Aber das ist der Wahnsinn bei dir, liebe Fischelein. Was ist hier los? Was ist bei dir los? Du kannst mir gerne kommentieren. Spürst du diese Energie? Für dich, liebe Fischelein, was brauchst du nicht? Aha, was brauchst du nicht? Das Warten. Das Warten, dass hier eine Person sich blicken lässt. Dass hier eine Person auf dich zutreffen könnte. Weißt du, liebe Fischelein, das könnte auch gut sein. Du hast mit jemandem was gehabt. Oder hast gerade eine Kennenlernphase. Und du sagst, ich möchte nicht immer, ne, diejenige sein, die quasi wartet, ne, und irgendwie etwas tut für diese Beziehung, sondern ich will auch, dass diese Person etwas für mich tut, ne? Das ist wie wenn hier das Warten auch irgendwie zu viel geworden ist, ne? Das ist ja auch wie wenn hier diese Begegnung nicht stattgefunden hat, ne? Das ist ja klar, weil diese Karte brauchst du jetzt nicht, diese Karte tut dir nicht gut, und das ist das, was du nicht machen solltest, ne? Ich würde auch sagen, du solltest hier nicht zu dieser Person gehen, ne? Wenn jetzt diese Person sagt, ja, ich brauche Zeit, um zu überlegen, ne? Oder diese Person weist dich ab, liebe Fischelein. Dann solltest du ihr nicht hinterherrennen. Dann solltest du das vermeiden. Dann solltest du wirklich nicht den ersten Schritt machen. Weil manchmal ist es auch so, klar, wir sollten den ersten Schritt machen, ne? Wie sagt man das? Wir sind in diesem Modus eingestellt, ne, dass wir was Gutes machen wollen, ne? Dass wir eigentlich für uns und für diese Person etwas Gutes machen wollen. Aber du weißt ja nicht, wie diese Person das aufnimmt.
wie diese Person es sieht, ne? Also, das ist wie wenn ich hier sehe, dass du quasi hier auch das Warten oder dass du immer sagst, ich renne zu dir, ich komme jedes Mal zu dir, ne? Hier ist aber auch diese gewisse Entfernung. Das ist ja klar, ne? Hier bei Drei der Stäbe, dass es etwas kommt auf mich zu, aber ich vermute hier ganz stark, dass es nicht auf dich zukommt. Oder dass du quasi nicht auf diese Person zutreffen solltest. Ne? Das solltest du jetzt vermeiden. Wer weiß wieso. Vielleicht, weil diese Person immer noch enttäuscht ist. Vielleicht hast du ja auch diese Person enttäuscht. Hast du ihr wehgetan. Das muss ja nicht immer ein Partner sein. Das kann eine gute Freundin sein. Ein guter Freund, der hier wirklich jetzt, sagen wir mal, beleidigt auch ist, ne? Von dieser Situation. Du hast ihm irgendwie wirklich sehr wehgetan, ne? Liebe Fischelein. Ich weiß ja nicht, du könntest ja auch ein Crosswatcher sein. Und sagen, ja, die Fische, die haben mir das angetan, ne? Quasi, der liebe Fischelein hat mich verletzt, obwohl ich mir gedacht habe, dass aus uns zwei etwas werden kann. Weil Drei der Stäbe ist, es gibt ja hier auch etwas in die nahe Zukunft. Aber das ist gerade das Gegenteil, weil das ist nicht bei dir so. Und das ist wie eine Sache, in der du sagst, okay, ich brauche mehr Sicherheit, ne? Und das siehst du auch hier mit dieser Vier. Hier denkt man nach über die Sicherheit, Stabilität, Vollkommenheit mit der Sechs genauso. Das könnte gut sein, wirklich, du als Frau. Das ist deine Energie und du sagst, ich denke nach, ob ich überhaupt noch weitermachen soll, ob ich überhaupt dieser Person diese Chance geben soll, ne? Das kommt dir immer darauf an, in welcher Situation du dich gerade befindest mit dieser Person, ne? Liebe Fischelein, weil das ist wie wenn du jetzt, sagen wir mal, ständig, ne, wenn jetzt dass deine Energie ist, dass du ständig nach ihm suchst oder nach ihr. Und das ist nicht der Fall. Das solltest du jetzt vermeiden, das solltest du jetzt nicht tun oder bleib mit den Füßen auf dem Boden. Das ist hier wirklich sehr, sehr hilfreich für dich, ne? Dass du wirklich standhaft bleibst. In deiner Meinung quasi, in deiner inneren Stimme, was sagt dir dein Herz, ne? Wenn dein Herz sagt, geh zu ihm, mach das. Ja, dann ist es anders, lieber Fischelein. Dann kannst du ja dich quasi nicht, ja, wie kann man das sagen? Du kannst diese Stimme nicht widersprechen. Das ist klar, das ist deine innere Stimme, das ist die Seele. Aber wenn das der Verstand ist, ne, dass hier irgendwie dein Verstand dir ein Spielchen spielt, ne? Weil es geht hier auch um jemanden, um diesen Ritter der Kelche, der sich wahrscheinlich entschuldigen möchte. Oder hier ist jemand, der quasi auf dich zutreffen möchte oder du wünschst dir das, dass er hier zurückkehrt, liebe Fischelein, dass hier diese Person das einsehen kann, dass diese Person hier den ersten Schritt macht, aber der Ritter der Kelche macht das. Es geht hier um jemanden, der hier irgendwie zurückkehrt auf seine eigene Fehler auch vielleicht verstanden hat. Das kann ja auch gut sein. Und du sagst, hey, weißt du was, ich brauche das gerade nicht. Ich brauche dieses Treffen nicht mit dir. Vielleicht hat diese Person gesagt, komm, lass uns zusammentreffen. Hat wahrscheinlich sich mit dir verabredet und du sagst, nein, ich will das nicht, ne? Das könnte auch so eine Situation sein. Ich schaue mir jetzt an, was du brauchst und was du jetzt tun solltest in dieser Situation. Du solltest hier Klartext reden. Du solltest hier genau wissen, was du willst. Deine Wünsche, nach deine Wünsche gehen, nicht nach einer Illusion gehen, ne? Dass du hier, weißt du, ich könnte mir hier auch vorstellen, du hast diese Person im Chat kennengelernt. Weißt du, was ich meine? Du schreibst mit dieser Person. Du hast diese Person noch nie begegnet. Aber du solltest jetzt wirklich mit den Füßen auf dem Boden sein, liebe Fischelein. Ich weiß ja nicht, ne? Ob du jetzt wirklich hier derjenige oder diejenige bist, die hier sagt, ich möchte endlich mal dich kennenlernen. Ich möchte endlich mal, dass du dich hier zeigst, dass du dich hier äußerst. Ne? Das ist ja klar. Aber du willst diese Illusion nicht mehr mitmachen. Du willst dich nicht mehr, non ti vuoi fare più illudere. Wie sagt man das auf Deutsch? Du willst dich nicht mehr veräppeln lassen. Weißt du? Du willst hier konkrete Antworten haben. Und das kann auch gut sein, dass es er, der hier nachdenkt. Und der genau jetzt eingesehen hat, was er falsch gemacht hat. Oder, weißt du, was mir hier gerade kanalisiert worden ist von den Geistführern, bitte nimm das mit der Pinzette. Du hast hier jemanden, der sich illusorisch quasi in seine Gedanken und Film dreht über dich, obwohl das gar nicht so ist. Liebe Fischelein, also entweder hast du hier wirklich mit diesem Ritter der Kelche
Jemand, der sich hier vorstellt, dass er mit dir zusammen sein kann. Dass ihr zusammen sein könnt. Das dreht sich alles in seinem Kopf. Das ist ein Film, das gerade in seinem Kopf abdreht. Das dreht sich aber nicht bei dir ab. Weißt du, was ich meine? Entweder ist es so, dass es sich wirklich in seinem Kopf dreht alles und nicht in deinem Kopf. Oder auch, das ist andersrum, ne? Aber man sollte hier nicht diese Illusion hinterhergehen, ne? Das ist ja klar. Man sollte hier wählen, richtig wählerisch sein. Also quasi, Entschuldigung, die richtige Wahl treffen. Ne? Nicht wählerisch sein, sondern die richtige Wahl. Was will ich hier? Was will ich? Stabilität, Sicherheit. Eine Beziehung, eine wahrhaftige Beziehung. Wenn du sagst, wir schreiben die ganze Zeit, ne? Und die Entfernung spielt ja auch eine Rolle. Und diese Person sehe ich nicht. Ne? Ich kann diese Person nicht füllen. Das ist hier eine Chat oder was ist, was weiß ich, wie man das auch nennt. Ne? Ihr schreibt durch Instagram, Facebook, was es auch immer ist. Ne? Oder irgendwie so eine Seite, in der du sagst, okay, ich versuche da meine Liebe zu finden. Da solltest du vorsichtig sein, weil hier könnte auch eine Enttäuschung kommen. Weißt du, du könntest hier sagen, so, liebe Fischlein, kurze Unterbrechung, Speicherkarte war voll. Okay, was ich aber hier, ich habe schon gesprochen, ne, ich wiederhole es, zum Glück habe ich das gemerkt. Das könnte auch gut sein, liebe Fischlein, du triffst dich mit dieser Person und es kommt eine Person auf dich zu, mit der du nicht gerechnet hast. Das Aussehen, der Charakter, das ist nicht diese Person, die du dir vorgestellt hast. Weißt du, das passiert halt, ne? Das passiert öfters, wenn man mit Menschen schreibt und die quasi anders wirken. Man macht sich ein Bild von dieser Person. Das passiert ja alles illusorisch. Und dann siehst du diese Person und dann bist du enttäuscht. Wow, scheiße, diese Person ist das und das. Weißt du, diese Person könnte auch ein anderes Bild reinmachen. Das machen viele Menschen, ne? Also, hier könnten wirklich mehrere Situationen sein. Ne? Du weißt ganz genau, was hier passiert, weil es könnte hier auch jemand sein, der hier zu dir zurückkehren möchte. Ne? Das ist ja auch klar. Okay, machen wir weiter. Du nimmst mir auf. Ja, okay, gut. Jetzt ziehen wir das Endergebnis quasi von dieser Situation. Also entweder ist hier eine starke Sehnsucht. Das ist aber so, man sieht hier nur. Man schaut hier wirklich nur direkt auf das Leiden. Man ist hier beleidigt, man ist hier enttäuscht und man sieht nicht, was einem für eine Chance gegeben wird. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, liebe Fischerlein, vielleicht ist es wirklich deine Chance. Vielleicht ist es so, dass diese Person wirklich dir etwas geben kann. Vielleicht kann ich mir auch vorstellen, dass diese Person sich geändert hat, dass diese Person seine Fehler eingesehen hat. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, dass du ihm fehlst, ne? Dass du quasi für ihn alles bist, ne? Dass er Sehnsüchte hat bezüglich euch beide. Ich guck mal ganz kurz drunter. Ah, guck mal. Das ist hier dieser König der Schwerter. Du hast, also ich würde hier so sagen, das ist wie wenn der König der Schwerte hier sagt, du bist mein Schicksal, ne? Ich bin mit dir verbunden. Hier ist auch eine große Arkane, das ist klar, das ist eine Mansion der Seele. Ich könnte mir hier auch vorstellen, liebe Fischelein, du könntest immer dasselbe erleben. Rateschicksal ist doch das. Diese Verbindung, in der du sagst, wow, ich bekomme immer solche Männer ab. Jedes Mal begegne ich solche Männer. Also andere Menschen, aber die gleiche Situation. Das wiederholt sich im Kreis, ne? Also es könnte hier aber auch jemand sein, der wirklich von der Vergangenheit kommt, zurück zu dir. Das könnte aber auch gut sein, du wünschst es dir. Du wünschst dir, dass dieser König der Schwerter, ne, sich verändert, dass dieser König der Schwerter hier quasi, ja, sagen wir mal, seine Fehlern auch erkennt. Aber was man hier auch sehen kann, das ist ja klar, hier sind das auch zwei Energien, liebe Fischlein. Du könntest auch sagen, ja, da ist jemand von der Vergangenheit, ne? Und es ist auch jemand Neues da. Es öffnet sich hier eine Türe. Ich habe hier jemand Jüngeres kennengelernt. Könnte ja auch gut sein, ne? Du könntest hier auch, wie gesagt, ein Crosswatcher sein und sagen, ja, stimmt, ich treffe mich gerade mit diesem liebe Fischlein, ne? Ich treffe mich mit ihm oder mit ihr. Das könnte ja auch so ein Fall sein, ne? Das ist ja klar, weil wir haben hier auch, wie gesagt, zwei Energien. Ich weiß ja nicht, ob es dieselbe ist. Das könnte eventuell dieselbe Energie sein. Das könnten hier aber auch zwei verschiedene Männer sein.
indem du sagst, eine Situation ist meine alte Situation, in der ich nichts mehr zu tun haben will, oder quasi, er hat mich enttäuscht und jetzt endlich habe ich jemanden gefunden. Ne? Hier spielt vielleicht die Entfernung auch eine große Rolle. Das ist hier übers Internet. Ich habe ihn durch das Chatten kennengelernt. Er könnte auch jünger sein. Also hier würde ich auch auf jeden Fall vorsichtig sein, ne? Weil du weißt ja nicht, wo das Ganze hinführt, wenn das hier ein Chat sozusagen, wenn ihr zusammen schreibt nur, ne? Das ist hier alles, wie kann man das sagen? Ja. Virtuell, das ist ja eine virtuelle Begegnung, sagen wir mal so, ne? Klar, vielleicht könntest du auch sagen, liebe Fischelein, ich habe ihn in der Cam gesehen, ne? Wer weiß. Also entweder ist es wirklich so, dass du immer dieselbe Personen, Entschuldigung, dieselbe Situation mit anderen Personen begegnest, das könnte ja auch gut sein, oder du sagst hier, es geht hier um die Vergangenheit mit diesem König der Schwerter, dass hier dieser König der Schwerter auch eine Rolle spielt, das ist ja klar. Und ich aber hier plötzlich auch jemand Neues habe, ne? In dem ich auch Interesse habe. Das ist ja klar. Eigentlich ist der Ritter der Kelche jemand, der sehr empathisch ist, ne? Wow, der Ritter der Kelche, der hat ja wirklich Gefühle, ne? Der kann mit seinen Gefühlen auch umgehen. Der geht auch sanft mit seinen Gefühlen um. Du könntest ja sagen, ja, ich habe mich gerade quasi, wie sagt man das, Hals über Kopf auch verliebt, ne, in diesen Ritter der Kelche. Der gibt mir gerade das, was ich will. Also hier hast du wirklich mehrere Varianten. Du siehst es, hier sind es auch zwei Energien, falls du jetzt sagst ja. Und wenn du auch sagst, nö, das ist nicht so, das ist immer noch dieselbe Energie. Der hat sich hier geändert oder quasi dieser König der Schwerter versucht sich hier zu ändern. Aber das kommt immer drauf an, ob du das noch willst, ob du wirklich das haben möchtest, ne? Weil das passt ja auch gut zusammen mit dieser denkender Mann. Der König der Schwerter ist da auch, ne? Sehr in diesem logischen Denken, ne? Das ist sehr viel in dieser Richtung. Aber wie ich ja schon vorhin gesagt habe, hier ist auch ein Tor, eine Türe quasi. Du siehst es hier. Etwas Schönes erwartet dich. Vielleicht wartet wirklich hier dieser Prinz auf dich, ne? Wenn du jetzt eine Frau bist, auch wenn er jünger ist, liebe Fischelein. Das spielt gar keine Rolle, wenn du glücklich bist, ne? Weil es geht ja auch um eine Enttäuschung, um jemanden, der dir wehgetan hat, jemand, der dich verletzt hat. Du könntest aber auch hier sagen, weißt du, es geht ja gar nicht um mich, es geht hier um einen guten Freund von mir. Dieser König der Schwerter könnte auch ein guter Freund oder ein Bruder sein, ne? Oder du schaust dir diese Legung für eine Schwester an. Das gibt's ja auch, ne? Wir sind ja ganz viele Menschen da draußen, ne? Und wir haben ganz viele Geschichten. Jeder hat seine Geschichte, ne? Jeder hat seine, wie sagt man das, seine Mansion zu bewältigen, ne? Und das könnte ja auch so ein Fall sein, ne? Dass es gar nicht für dich ist. So, dann mache ich weiter mit Lassibilla. Ich schaue mir jetzt die Situation noch an. Das ist ja klar. Mal schauen, was hier dabei rauskommt. Schauen, was Lassibilla dazu sagt bei dieser Legung hier. Omaggio, ja, das ist es ja. Siehst du, die Karten sind hier alle in Resonanz. Omaggio bedeutet, hier bringt jemand, hier möchte jemand etwas machen. Was bringt man? Ein Geschenk, eine Entschuldigung. Du, lieber Fischelein, vielleicht hat sich dein Freund, dein bester Freund, freundschaftlich scheiße benommen oder du hast irgendwie einen Fehler gemacht gegenüber dieser Person. Diese Person möchte hier dir eine Kleinigkeit geben, Omaggio, möchte dir etwas preisgeben. Also hier möchte jemand etwas gut machen, verstehst du? Also hier ist diese Energie auf jeden Fall vorhanden, liebe Fischelein. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Das könnte ja auch ein Arbeitskollege sein. Allegrezza, siehst du? Hier sind lauter positive Karten. Du könntest aber auch sagen, weißt du was? Ich habe das Ganze erlebt in meiner Vergangenheit. Mir wurde das Herz gebrochen. Aber ich spüre, dass es jetzt bergauf geht. Dass ich jetzt nicht mehr in meiner Illusion lebe, sondern wahrhaftig mein Traum erfüllen kann. Weißt du? Weil du könntest hier auch irgendwie noch an diese Situation denken, ein bisschen, ne? Aber im Endeffekt hast du hier auch diesen jemand, der dir diesen Kelch übergibt. Und das könnte hier dieselbe Person sein. Weißt du? Das ist ja voll in Resonanz. Ich weiß ja nicht, was gerade in deinem Leben passiert, liebe Fischelein. Vielleicht siehst du das gar nicht.
dass jemand was von dir will. Du hast vielleicht auch einen heimlichen Verehrer. Und du merkst das gar nicht, ne? Weil du wirklich beschäftigt bist. Protettore, siehst du? Du hast hier jemanden, der wirklich, wirklich etwas Gutes für dich will. Du, das kann ja auch ein Bruder sein, ein großer Bruder, ein Cousin. Jemand, der dich gerne hat, ne, der dich beschützen möchte, der dir helfen möchte in dieser Situation. Aber du kannst ja auch sagen, weißt du, das bin ich. Ich bin hier der Mann und ich möchte meine Schwester helfen oder eine gute Freundin von mir. Ne? Ich weiß, dass sie jetzt gerade meine Hilfe benötigt. Diese Karte ist aber auch das Schutz, ne? Der Schutz von jemandem. Das ist ja klar, du setzt das bitte um. Das könnte auch eine verstorbene Person sein, die dich von da oben beobachtet und dich schützt, ne? Und dir auch den Weg weisen tut. Liebe Fischerlein, sehr, sehr schön, ne? Das ist nicht immer, ne? Das ist nicht immer, dass man sowas hat. Achte darauf, achte bitte auch auf die Signale, Warnungen, Zeichen, die du bekommen könntest. Vor allem du, ne, in diesem Wasserelement. Ich sage es immer wieder, wir sind wirklich verbunden mit diesem Wasserelement. Das ist dieses Wasserelement. Wasser gibt Informationen, wenn man sich wirklich tief, ne, mit seiner inneren Stimme verbindet. Ne? Nicht dem Verstand, sondern die innere Stimme. Das ist ja klar. Ne? Okay. Machen wir weiter, gefühlsmäßig. Du weißt ganz genau, liebe Fischelein, guck mal, siehst du, da hat sich fast wieder eine Karte gedreht. Das ist der Wahnsinn. Du weißt ganz genau, ne, liebe Fischelein, dass hier die Gefühle quasi nicht nur von dir sind, sondern auch von dieser Person sein könnte. Ne? Ob das jetzt eine Freundin, eine Schwester, ein Bruder, das ist so. Wir haben eine Familie. Wir haben auch Bekannte und die Energie von den anderen kommt in den Karten raus. Also du solltest dir mal vorstellen, liebe Fischerlein, das ist nur, dass du das verstehst. Wenn ich meinem Mann Karten lege über die Arbeit, dann kommen auch Dinge raus von seinen Kollegen. Und mein Mann sagt, hä, aber ich habe das gar nicht oder das ist gar nicht so oder ich habe das gar nicht erlebt. Und dann sagt er, aha, das ist passiert mit meinen Kollegen oder das haben meine Kollegen zum Beispiel, ne, das vielleicht Streitigkeiten passiert sind oder jemand krank geworden ist, ne? Also, das solltest du dir vorstellen, weil wir sind ja, ne? Wir sind ja irgendwie alle miteinander verbunden. Und dann ist es ja auch so, dass deine Aura quasi auch die Information von den anderen aufnimmt, ne? Und deswegen, bitte seid achtsam, hört zu, ob das überhaupt mit euch in Resonanz gehen kann. Siehst du? Okay, danke, danke, liebe Geistführer, aber ich weiß nicht, was hier los ist. Liebe Fischelein, was ist los bei dir? Was ist los? Inkomprensione. Da haben wir eine Person, ne, ich weiß ja nicht, wer das ist, der sich ja nicht verstanden fühlt. Weißt du, das sind immer die Personen, die die Welt anders sehen. Und du bist einer davon, liebe Fischelein. Du bist wirklich ein Mensch, der die Welt mit seinen eigenen Augen sieht, mit seiner eigenen Fantasie, mit seinen eigenen Farben. Das ist wunderschön. Das hat manchmal Vor- und Nachteile. Das ist ja klar, weil die Fischelein, die leben auch in seine eigene Welt. Das ist ja klar. Und guck mal, was du hier hast. Kein Zufall. Das ist kein Zufall. Schicksal. Il destino. Also, das könnte gut sein, dass hier das Schicksal eine große Rolle spielt, ne? Dass du jetzt diese Person kennengelernt hast, dass du das lernen solltest, dass diese Person gerade jetzt in deinem Leben eingetreten ist, dass diese Situation passieren sollte. Weißt du, das Schicksal spielt auch eine große Rolle. Wenn das Schicksal ist, dann kannst du nicht viel tun, ne? Das ist ja klar, du hast quasi diese Macht, das zu kreieren. Aber wenn die Seele sich inkarniert, das sage ich so oft ich das kann, und eine Mansion hat und auch vieles geschrieben ist, ne? Nicht alles, nicht alles, das ist ja klar. Sagen wir mal zu 85% entscheidest du und dieser 15% ist Schicksal, dass es irgendwo geschrieben ist, das, das und das, diese Person solltest du begegnen. Und das ist auch der Fall bei dir. Aber ich sehe hier eine Person, ob du das bist oder die gegenüber von dir. Du sagst hier, ich werde dich verstanden oder diese Person fühlt sich nicht verstanden. Ne? Und das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe. Das könnte hier eine Person sein, die wirklich seine Art und Weise hat, die Dinge zu verstehen. Seine Art und Weise, die Dinge zu sehen. Nicht jeder, wir sehen nicht alle gleich. Ne? Wie oft sage ich das? Das liegt auch im Auge des Betrachters. Ne? Die Schönheit. Du könntest sagen, diese Person ist schön. Der andere kommt und sagt, oh mein Gott, sieht er schrecklich aus.
Weißt du, wir sehen alle mit unseren Augen. Wir haben eine Perspektive. Das wurde auch wissenschaftlich schon mal ausprobiert. Ich habe ein Buch mal gelesen und da haben sie was gemalt. Die haben diesen Objekt hingestellt und dann haben sie quasi Maler hergeholt und jeder hat diesen Baum auf eine Art und Weise angemalt, wie er das sieht. Und das waren lauter verschiedene Bäume, obwohl das ein Baum war, der wirklich seine Details gehabt hat und eigentlich du ihn so siehst, aber nicht jeder sieht ihn so. Ich hoffe, du verstehst, was ich sagen will, lieber Fischerlein. Das ist im Metaphorischen gemeint, ne? Die Moral von dieser Situation ist, dass du anders siehst oder anders fühlst wie andere. Und das heißt nicht, dass du falsch bist. Ich sehe das nicht als Nachteil, anders zu sein wie andere. Das ist nicht ein Nachteil, sondern du bist halt so, ne? Du bist einzigartig auf deine Art und Weise. Aber wie gesagt, hier ist jemand, der sich nicht verstanden fühlt. Das könnte hier deine Energie sein oder die Energie von jemand anderem. Amore malato. Hier ist jemand, der wirklich krank ist vor Liebe. Das macht ihn krank. Das macht ihn besessen. Also das ist wie wenn du jemanden hättest, lieber Fischelein, der besessen ist von dir. Also entweder hast du hier einen Ex, der nicht loslässt, oder du hast hier jemanden, heimlicher Verehrer, in dem du gar nicht weißt, dass du den hast. Und das ist auch ein bisschen krank. Also hier ist irgendetwas passiert. Du könntest auch sagen, weißt du was, das geht hier um meine Schwester oder um meinen Bruder. Und diese Person führt gerade eine kranke Liebe. Und ich sag das dieser Person oder quasi ich sag das meiner Schwester oder meinem Bruder, aber die verstehen das nicht. Ich werde nicht verstanden, ne? Ich erkläre das, aber ich werde nicht verstanden. Sowas in der Richtung habe ich ja, ne, auch. Das ist ja klar, weil wir sind miteinander verbunden, ob das jetzt deine Schwester ist, ein Bruder, eine Freundin. Und hier ist jemand sehr traurig, ne? Die ganze Zeit denkt man an diese Situation. Man beschäftigt sich mit dieser Situation und das ist ja nicht schön, ne? Wenn du hier wirklich mit jemandem zu tun hast, liebe Fischelein, der von dir etwas will und du das nicht willst, ne? Dann ist es ja auch klar, dass diese Person hier irgendwie auch keine Lust hat, weiterzumachen, weil er dich liebt, weil er Gefühle hat. Er kann ohne dich nicht oder sie kann ohne dich nicht, weil, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wer diese Person ist. Aber hier ist jemand sehr traurig, ne? Du könntest aber hier auch sagen, ja, das bin ich. Das bin ich. Ich bin wirklich traurig, ne? Weil ich mir wünsche auch, dass diese Person zurückkehren könnte. Das kann ja auch gut sein, ne? Dass du hier diese Hoffnung hast. Aber ich denke eher, dass hier wirklich mehrere Menschen beteiligt sind, ne? Dass hier vielleicht, sagen wir mal, ein Ex da ist oder jemanden, den du kennengelernt hast und dann hast du hier auf einmal eine neue Person, ne? Und du sagst, okay, ich möchte eigentlich mit dieser neuen Person etwas konstruieren, etwas machen, ne? Okay, jetzt fragen wir mal die Hexen, ne? Was die. Ach, nochmal, also liebe Fischlein, das gibt's nicht. Okay, so für dich. Liebe Fischelein, was teilen uns die Hexen mit zu dieser Situation? Welchen Tipp geben sie mit? Du nimmst auf, ja? Bezüglich deiner Situation. Segreti, die hat sich gedreht, ich habe sie gesehen. Hier geht es auch um irgendwelche Geheimnisse. Ich sag ja, entweder hast du hier einen geheimnisvollen Verehrer und du weißt gar nichts davon, dass er quasi dich liebt, dass er dich will, dass er quasi das versteckt vor dir. Das kann auch ein Freund sein, dass er gerade hier seine Gefühle versteckt. Das kann auch gut sein, ne? Hier kann alles sein. Hier sind aber auf jeden Fall auch Geheimnisse. Also guck mal, siehst du, Chiusura o sensazione di chiusura. Du könntest hier sagen, die Hexen sagen hier, du hast das Gefühl, dass es aus ist. Entweder ist es diese Person, dass sie hier Angst hat, um auf dich zuzutreffen, weil sie ganz genau weiß, dass du nicht zurückkehren wirst, dass du ihn nicht nehmen wirst oder dass du quasi sagst nein. Und diese Person hat da diese ganzen Gefühle heimlich, ne? Offenbart sie nicht, weil er ganz genau fühlt, ne? Du könntest ja auch ein Crosswatcher sein und sagen, ja, das ist mein Ex. Der isst ja gerade Fische und der fühlt das, dass hier wirklich das aus ist, dass hier keine Beziehung mehr bestehen kann.
Oder du fühlst das hier. Du sagst, für mich ist es aus. Ich weiß, dass ich mit ihm abgeschlossen habe. Oder mit ihr. Ich weiß ja nicht, wer diese Legung anschaut. Das ist ja klar. Frau zu Frau, Mann zu Mann. Das spielt jetzt hier gar keine Rolle, ne, liebe Fischelein. Das geht ja nur darum, dass die Karten hier jemanden zeigen, auch der dieses Gefühl hat. Der hat es schon an sich. Diese Beziehung, sie kann nicht mehr geben. Sie wird nicht mehr existieren. Er hat dieses Gefühl, er spürt das, das ist die innere Stimme, das ist klar, das ist das Gefühl. Aber vielleicht will er nicht dieses Gefühl akzeptieren oder diese Variante akzeptieren und träumt hier schön, träumt hier seine Realität. Für ihn ist es Realität, aber das ist nicht Realität, weißt du, lieber Fischelein? Unione, also ich kann mir hier auch vorstellen, du hast schon jemand Neues begegnet. Hier ist auch eine neue Beziehung. Das geht hier auch um eine neue Beziehung. Es geht hier um zwei Menschen. Ne? Du setzt das bitte um. Weil hier könnte wirklich der Ex eine große Rolle spielen. Jemand, der nicht abgeschlossen hat. Jemand, der im Geheim immer noch etwas von dir will. Distacco. Du hast dich distanziert von dieser Person. Die Hexen sagen hier, diese Situation, entweder soll er sich wirklich entfernen und wirklich damit leben, dass er dich nicht mehr hat oder sie dich nicht mehr hat. Oder du hast dich distanziert, weil du sagst, ich habe Angst vor ihm, weil er wirklich krank ist. Um Gottes Willen, mit wem habe ich zu tun, ne? Unione, ich kann es jetzt nicht sagen, ob du jemand Neues kennengelernt hast oder ob du jetzt einfach jemanden hast, ein guter Freund, der wirklich jetzt mal jetzt für dich ein guter Freund ist. Aber später könnte ja eventuell auch etwas werden, der dir gerade hilft, aus dieser Situation rauszukommen. Ne? Das ist ja klar, du setzt das bitte um, liebe Fischelein. Weil hier ist irgendetwas, ne, das du auch lernen solltest, weil hier spielt das Schicksal eine große Rolle. Ne? Das ist ja klar. Jetzt klingelt auch noch mein Haustelefon, liebe Fischelein. Ein Augenblick. So, liebe Fische, bin wieder zurück. Jetzt schauen wir mal, was deine Seele dir mitteilen möchte. Ne? Eine Reflexionskarte für dich. Was möchte dir deine Seele mitgeben auf dem Weg, ne? Zu dieser Situation auch, ne? Mal schauen, was dir die Seele mitgeben möchte. Schwere Zeiten. Ich akzeptiere Schwierigkeiten als die besten Gelegenheiten, etwas zu lernen. Genau das ist es, ne? Wow, das geht ja total in Resonanz, liebe Fischelein. Was ist passiert, ne? Wenn du jetzt sagst, guck mal, ich habe das alles durchgemacht, ne, mit dieser Person, meine Vergangenheit, egal was hier gekommen ist, ne, in deinem Schicksal quasi, ne? Du siehst es ja hier mit dem Schicksal, das ist ja auch wichtig, ne? Das sollte auch meine Lektion sein. Ne? Die Seele möchte dir sagen, du hast daraus etwas gelernt. Ne? In schweren Zeiten kannst du genauso etwas lernen wie in guten. Ne? Das ist ja klar. In dieser Situation hast du ja auch aus den Fehlern gelernt quasi. Ne? Dass du sagst, diese Situation hat mich gestärkt. Ne? Ich weiß jetzt ganz genau, was ich will. Also es bringt an sich auch Vorteile. Klar, man nimmt das so, wie das ist, ne? Also quasi, wenn du jetzt sagst, ich habe mit Menschen zu tun gehabt oder diese Situation war wirklich nicht schön, ne? Das war für mich negativ. Aber trotz dieser Situation hast du etwas festgestellt, du hast etwas gelernt. Das ist immer diese Bewältigung der Seele. Die Seele möchte dir das zeigen, ne? Und sagen, das ist wichtig, dass du quasi das im Hinterkopf auch hast, ne? Dass egal was passiert, liebe Fischerlein, ob es gut oder schlecht ist, du lernst immer aus dieser Situation. Du gehst Richtung deinem Wachstum, ne? Die Seele lernt dadurch, ne? Das kommt ja immer drauf an, was du erlebst, was du durchmachst, ne? Mit welchen Personen du zu tun hast. Weil diese Person, die du jetzt hier gerade siehst, ne, ob es jetzt eine ist oder zwei, weil wir haben ja auch vorhin gesagt, hier könnten auch zwei Personen sein. Diese Personen kommen nicht umsonst in deinem Leben. Du begegnest sie nicht umsonst, sondern sie haben auch sozusagen seine Mansion, ne? Sie sind irgendwie mit dir verbunden, ne? Das ist ja klar. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mit den Sternzeichen an. Sehr, sehr schön, ne? Wenn die Karten hier alle in Resonanz gehen. Liebe Fischelein, für dich, in welchem Sternzeichen befindet sich diese Person? Oder das könnte ja auch dein eigener, quasi ein Aszendent, Venus oder
Mondsternzeichen sein, ne? Du setzt das einfach um, liebe Fischelein. Wenn du sagst, das passt nicht, das ist nicht meins, dann lässt du es auch sein, ne? Das ist klar. Du hast ja Krebs. Du hast ja Widder. Du hast ja Neptun, quasi Fische zu Fische und Fische nochmal. Wow, Wahnsinn. Also hier ist ganz, ganz stark dieses Wasserelement. Du siehst es ja mit Krebs, nochmal Fische, dein eigener Sternzeichen. Und du hast hier auch Widder. Du setzt das um, liebe Fischelein. Das ist ja klar, die Macht liegt in deiner Hand, nicht in den Karten. Die Karten sind nur wirklich ein Wegweiser. Letztendlich entscheidest du, was für dich gut ist. Ne? Das ist ja klar. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein, liebe Fischelein, in meinem Kleinen. Ich freue mich Wahnsinn über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, das lege ich dir wirklich ans Herzen. Dann kann ich deine Energie besser lesen. Ne? Das ist ja klar. Okay, pass auf dich auf, liebe Fischelein. Mach's gut. Wir sehen uns bald. Ciao!